Guten Morgen, Kinder, und ich heiße euch alle ganz besonders willkommen hier bei Kids Life. Kommt, wir beten zusammen, bevor wir anfangen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir wieder zusammen sein dürfen für ein Kids Life heute. Bitte segne du das, was wir von deinem Wort lernen werden. Amen. Wisst ihr, in den letzten paar Wochen war ich so froh zu hören, dass Kinder in ganz Südafrika überall Kids Life anhören. Und ich möchte euch ganz besonders willkommen heißen, ihr Kinder in Virginia. Und ganz besonders die Kinder von Famous Hook. Ich hoffe, ihr genießt die Episode von heute ganz besonders. Und ich vertraue auch, dass alle von euch ein schönes Weihnachtsfest hatten und ich wünsche euch auch, dass dieses neue Jahr für euch ein besonderes Jahr sein wird. Ich bin mir sicher, dass ihr euch freut. Ein neues Jahr, ein frischer Januar. Und diejenigen, die im Süden wohnen, für die beginnt jetzt bald das neue Schuljahr. Wenn ihr so wie ich seid, wie ich war immer ganz aufgeregt, wenn das neue Schuljahr begann. Ich habe mich so gefreut, wisst ihr, wenn man einen neuen Kleber bekommt und es ist nicht klebrig überall und es riecht noch so gut. Und dann bekommst du neue Schulbücher, neue Bleistifte, neue Stifte. Alles ist so frisch und neu. Ich weiß nicht, wie viele von euch Kindern sich vorgenommen haben und entschlossen haben, dass 2022 besser sein wird als das letzte Jahr.
wie viele von euch wollen wirklich, dass dieses ein frisches neues Jahr wird? Besser als 2021. Und Kinder, das ist etwas Gutes. Es ist gut, entschlossen zu sein, und es ist auch gut, sich etwas fest vorzunehmen, ganz besonders in unserem Wandel mit dem Herrn. Müssen wir entschlossen sein und sicher sein, was wir wollen und wie ihr in dieses neue Jahr gekommen seid. Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten von euch, viele von euch Kindern, dem Herrn Freude machen wollen. Ihr wollt zur Schule gehen, ihr wollt in dieses neue Jahr gehen mit einem Herzen, das dem Herrn Freude bereitet. Und Kinder, das ist etwas Gutes. Und wisst ihr, Gott hilft uns in dem. Er hilft uns in dem, was wir uns so sehr wünschen. Er tut das in zwei Art und Weisen. Erstens gibt er uns jemand, der uns hilft. Und das ist der Heilige Geist, der uns lehren wird, der uns beibringen wird, wie wir leben sollen und der uns auch führen und leiten wird. Aber Gott hat auch etwas anderes getan, um uns zu helfen. In der Bibel hat er uns Anweisungen gegeben, die wir nachlesen können. Und in der Bibel steht, wie wir Dinge tun können. Er hat uns gesagt, was er nicht mag, was nicht gut ist. Kinder, ich musste darüber nachdenken. Lange habe ich darüber nachgedacht. Wenn ich jemanden liebe, dann tue ich, was diese Person mag. Wisst ihr, Mr. Jager, Herr Jager, mein Mann, mag keine Milchschokolade. Er sagt, nein, das ist zu süß, diese helle Schokolade. Deswegen, wenn ich ihm Schokolade kaufe für irgendeinen besonderen Tag, dann werde ich sicher machen, dass es eine dunkle Schokolade ist. Weil ich möchte ihm ja etwas geben, was er mag. Und wenn meine Kinder einen Geburtstag haben, dann frage ich sie, was möchtet ihr, dass ich heute für euch kochen kann? Worauf habt ihr Lust? Und ich frage sie, weil ich so gerne etwas kochen möchte, was sie genießen. Deswegen gibt es meistens keine Gemüsesuppe oder Kürbissuppe an Michaels Geburtstag. Und Kinder, es ist das Gleiche mit Gott. In seinem Wort hat er uns gesagt, was er nicht mag, was ihm nicht gefällt. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir von diesen Dingen, die er nicht mag, weit wegbleiben. Wir werden ganz weit von diesen Dingen Abstand halten. In Sprüche, Kapitel 6, da ist in Vers 16 bis 19 ein spezieller Text. Dort lesen wir von 7 Dingen, die Gott nicht gefallen. Und Kinder, ich habe versucht, diese Dinge
für euch hier aufzuhängen. Dass es einfach für euch ist, sie zu sehen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch gehen und das mal nachlesen in Sprüche Kapitel 6. Das sind die Dinge, die Gott hasst. Und hassen ist ein ganz starkes Wort. Und das zeigt uns, wie traurig der Herr ist, wenn wir mit diesen sieben Dingen beschäftigt sind, wie es ihm überhaupt nicht gefällt. Wir werden anfangen mit stolzen Augen. Und Gott mag nicht jemanden sehen, der stolz oder hochmütig ist. Er hasst es, so jemanden zu sehen. Es gefällt ihm nicht. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie jemand zum Beispiel ins Klassenzimmer marschiert, mit ganz interessanten Haaren, die Schultern zurück und die Hände auf der Hüfte. Das ist eine stolze Art und eine hochmütige Person. Und Gott mag das überhaupt nicht. Und wisst ihr, wenn wir von dem Abstand halten, was Gott hasst, dann wird das Gegenteil von diesem stolzen Auge. Etwas sein, was wir in Kolosser 3 lesen. Und dort in Kolosser 3 sagt der Herr, dass wir Demut und Barmherzigkeit anziehen sollen. Das ist dann das Gegenteil von Stolz. Wir sollen auch Geduld und Freundlichkeit anziehen. Das ist ein ganz großer Kontrast zu Stolz und Hochmut. Gott hasst auch eine lügende Zunge. Oh, Kinder wissen ganz genau, was Lügen heißt. Aber eigentlich sollten wir das tun, was wir in Epheser 4, Vers 25 lesen. Es heißt, leg die Lügen beiseite und sprich die Wahrheit. Gott hasst Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Gott hasst ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Gott ist so traurig und betrübt, wenn jemand in seinem Herzen Pläne macht, wie er jemandem anderen etwas Böses antun kann. Wenn jemand in seinem Herzen sich überlegt, wie er jemand anders zerstören kann. Gott hasst das. Das Neue Testament in Philippa sagt uns, dass wir über Dinge nachdenken sollen, die ehrenvoll sind, die gut sind. Solche Gedanken sollen wir haben. Dinge, die rein sind. Reine Gedanken und gute Gedanken. Und die sind dann das Gegenteil von einem Herzen, das böse ist und ein Herz, das böse Pläne schmiedet. In Sprüche lesen wir auch, dass Gott Füße
Hasst, die schnell zum Bösen laufen. Wisst ihr Füße, die uns wohin bringen, wo wir nie hingehen sollten? Um die Ecke in der Schule, wo es dunkel ist und wo nur du alleine mit deinem Freund bist? Füße, die schnell sind zu rennen, wenn da etwas Böses ist. Dann wollen die dahin laufen. Der Herr hasst solche Füße. Aber was wir tun können, ist, Füße zu haben, die ganz entschlossen auf dem Weg Gottes gehen wollen. In Sprüche lesen wir auch an einer anderen Stelle, in Kapitel 16, Vers 3, dass wir unseren Weg dem Herrn anbefehlen sollen. Und dann wird er uns führen und leiten. Er wird unseren Weg vorbereiten für uns. Hier ist noch etwas, was der Herr hasst. Und das sind Leute, die Zwietracht bringen, die Zank und Streit anfangen. Wisst ihr, wenn da viele zusammenspielen, viele Kinder, die zusammen ein Spiel spielen, und jemand kommt rein und sagt, nein, wir wollen das nicht so machen, komm, wir spielen anders. Das musst du so machen. Oder, das ist mein Ball, ihr könnt nicht mit meinem Ball Fußball spielen, ihr habt mich nicht mal eingeladen mitzuspielen. Das ist eine Person, die Zwietracht oder Streit anfängt. Und das Gegenteil ist, dass wir einander dienen in Demut. Und das lehrt der Herr uns auch in seinem Wort. In Liebe und in Demut sollen wir einander dienen. Wenn du kommst zu einer Gruppe, die da zusammen ist, dann fange nicht Unruhe an und bring Probleme mit dir mit. Nein, wenn du zu einer Gruppe Menschen kommst, dann sei du der Diener. Komm als Diener. Diene den Menschen in Liebe. So, Kinder, hat der Herr es so klar für uns gemacht. Dies sind die Dinge, die er hasst. Wenn ihr jetzt in dieses neue Jahr geht, dann lauft weg von diesen bösen Dingen und versucht, das Rechte zu tun, das, was dem Herrn Jesus Freude bereitet. Weil, wenn ihr den Herrn Jesus liebt, wenn du den Herrn Jesus liebst, dann möchtest du gerne das tun, was ihm gefällt. Und dann kann ich dir sicher machen, dass 2022 das beste Jahr in deinem Leben wird. Kommt, wir beten zusammen und bitten den Herrn, uns auch in allem zu helfen. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort, das so klar ist. Und Herr, wenn wir jetzt in dieses neue Jahr gehen, dann möchten wir von dem wegbleiben, was du hast, was dir nicht gefällt. Wir möchten aber so gerne tun, was dir gefällt und was du liebst. Wir bitten dich, Herr, hilf du uns in dem.
Amen. Wir werden jetzt mit einem Lied abschließen, das Lia uns singt. Und dieses Lied heißt Gott ist so gut. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Jesus, Lord, Jesus, Lord,